Swissair Flug 111 ist auf dem Weg von New York nach Genf. Die Passagiere machen es sich gemütlich. In der Economy und Business Class bekam keiner mit, dass etwas nicht stimmt. Als in der Kabine der Strom ausfällt, kommt Unruhe auf. Kein Grund zur Sorge, wir landen bald. Im Cockpit sieht es jedoch völlig anders aus. Im Hintergrund hörte ich die Warnsignale, aber ich wusste nicht, was sie bedeuten. Erfolglos versuchen die Piloten, das Flugzeug unter Kontrolle zu halten. An Bord ahnt kaum jemand, dass er nur noch wenige Minuten zu leben hat. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Golden's Bridge, New York, 16.46 Uhr. Der dreifache Vater Ray Romano muss geschäftlich nach Europa. Schatz, bist du bald fertig? Bin gleich soweit. Müssen wir los? Ja. Er war gerade erst Partner in der Firma geworden, für die er sein ganzes Leben lang gearbeitet hatte. Er war ein rundum toller Mann. Bis nächste Woche. Rufst du an? Na klar. Uhr Ortszeit am New Yorker John F. Kennedy Flughafen. 215 Passagiere besteigen Flug 111 Richtung Genf. Ray Romano sitzt in Reihe 9 im vorderen Teil. Hat er ein Ticket? Nein. Nimmst du ihn auf den Schoß? Ja. Dann braucht er keins. Pilot Urs Zimmermann und Co-Pilot Stefan Löw steuern den 8-stündigen Nachtflug. Minuten nach dem Start erreichen sie über der Ostküste Kanadas ihre Reisehöhe von 33.000 Fuß. Riechst du was? Ja, Mo, ich schmecke da schon etwas da. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Etwas in der Kabine, in der Hände. Ich kann, hier drin riecht es etwas komisch, aber draußen, in der Kabine gar nicht, nein. Nicht, gar nicht? Nein, gar nicht. Es ist Air Conditioning, ne? Ja. Wollen wir diese Rakete ausmalen? Dann suche ich Rosa und Lila. Danke, perfekt. Irgendwelche Pläne für zu Hause? Wir können mal segeln und Zürichsee. Ja, super. Ich bin nicht so gut da. Guck mal da. Das ist gar nicht so gut. Kapitän Zimmermann beschließt, das Flugzeug zu landen. Das
Swissair 111 Heavy is declaring pan, pan, pan. Swissair 111 Heavy meldet pan, pan, pan. Wir haben Rauch im Cockpit und erbitten umgehend die Rückkehr zu einem geeigneten Flughafen wie etwa Boston. Boston. Die Flugsicherung informiert ihn, dass der Flughafen von Halifax mit einer Entfernung von nur 122 Kilometern viel näher liegt. Wollen Sie nicht lieber nach Halifax? Swissair 111 Heavy bestätigt. Halifax ist besser. Auf dem Flughafen bereitet man sich auf eine Notlandung vor. Der Qualm ist verschwunden, aber die Piloten wollen das Flugzeug dennoch untersuchen lassen. Sie setzen zur Sicherheit ihre Sauerstoffmasken auf und beginnen mit dem Sinkflug. Der Kapitän hat das Anschnallzeichen angeschaltet. Wir haben ein Problem mit der Klimaanlage, das vor unserem Weiterflug behoben werden muss. Wir werden daher auf dem Flughafen von Halifax zwischenlanden. Das Luftfahrtkontrollzentrum in Moncton, New Brunswick. Ich schaute auf mein Radar, um das Flugzeug zu orten. Es war noch etwa 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Bill Pickrell muss die Piloten nach Halifax lotsen. Es sah nach einer ganz unkomplizierten Sache aus. Sie waren zu diesem Zeitpunkt beinahe perfekt auf Kurs. Swissair 111, guten Abend. Kann ich Ihnen die Anflugvektoren für Landebahn 06 in Halifax geben? Ja, Vektoren für die 6 wären gut. Swissair 111 Heavy. Okay, das wird ein Backcourse-Anflug auf Landebahn 06. Sie haben noch 48 Kilometer bis dahin. Wir brauchen mehr als 48 Kilometer. Verstanden. Swissair 111, drehen Sie nach links ab auf 0130. Das Flugzeug fliegt zu hoch, um es beim ersten Anflug nach Halifax zu schaffen. In der Regel ist ein Flugzeug bei dieser Entfernung vom Flughafen auf 10.000 Fuß. In diesem Fall aber waren sie auf etwa 20.000 Fuß oder noch etwas darüber. Die Piloten lenken das Flugzeug in eine Schleife. Swissair 111, können Sie mir mitteilen, wie viele Menschen Sie an Bord und wie viel Treibstoff Sie in den Tanks haben? Verstanden. Wir müssen etwas Treibstoff ablassen. Können wir das hier irgendwo im Sinkflug machen? Ich drehte mich zu meinem Kollegen um und meinte, oh nein, jetzt müssen Sie auch noch Treibstoff ablassen. Und dann machte ich mich sofort auf die Suche nach einem geeigneten Ort, der trotzdem nahe genug am Flughafen lag. Pickrell schlägt vor, den Treibstoff entweder direkt über dem Flughafen oder weiter entfernt über dem Meer abzulassen. Die Piloten entscheiden sich für das Meer. Bis zur Küste sind es für sie noch etwa 16 Kilometer. Dann sind sie trotzdem gerade mal 40 Kilometer vom Flughafen entfernt, falls sie schnell landen müssen. Das passt uns gut. Sagen Sie bitte Bescheid, sobald wir den Treibstoff ablassen können. Der Kapitän beginnt mit den bei Rauchentwicklung vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen. Kabinenstromhauptschalter ausgeschaltet. Er unterbricht die Stromversorgung in der Kabine. Entschuldigung, sollten wir uns Sorgen machen? Der Strom ist weg und die Klimaanlage ist auch ausgegangen. Nein, der Kapitän hat uns versichert, dass kein Grund zur Sorge besteht. Das ist die Standardprozedur bei einer Notlandung. Notlandung? Kein Grund zur Sorge, wir landen bald. Würden Sie sie bitte anschnallen? Der Autopilot ist weg. Hey Gott, Stefan, wir haben ein Feuer. Ruf einen Notfall aus. Wir haben hier jetzt einen echten Notfall. Verstanden.
Das Flugzeug ist noch 6 Minuten vom Flughafen entfernt. Im Hintergrund hörte ich die Warnsignale, aber ich wusste nicht, was sie bedeuten. Komm schon, mach das! Wir lassen nun Treibstoff ab. Wir müssen sofort landen. Swiss Air 111. Verstanden, Swiss Air 111. Wir haben die Hauptflugkontrollanzeige verloren. Wir haben den Transponder verloren. Er ist weg. Swiss Air 111, bitte kommen. Come in, Swiss Air 111. Die Verbindung zum Flugzeug reißt ab. Swiss Air 111. Swiss Air 111, bitte kommen. Die Fluglotsen können den Kurs des Flugzeugs nur noch auf dem Radar verfolgen. Swiss Air 111. Swiss Air 111, bitte kommen. Wir bemerkten, dass das Flugzeug vom Flughafen abdrehte und an der Küste entlang nach Westen flog. Wir wussten sofort, dass da etwas furchtbar schief lief. Ach du Schande! Suchen Sie sich einen Platz weiter hinten, einfach gerade durch. Meine Kollegen helfen Ihnen. Da vorne qualmt's. Bill Pickrell verfolgt den schlingernden Kurs 6 Minuten lang. Ich fühlte mich sehr hilflos, weil ich überhaupt nichts machen konnte. Plötzlich drehte das Flugzeug nach Süden ab, aufs offene Meer. Es verschwand einfach. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben sie verloren. Sie sind weg. Swiss Air 111, kommen. Swiss Air 111. Oh Gott. Die letzte bekannte Position der Maschine liegt 9 Kilometer vor der kanadischen Küste. Als sich die Schreckensnachricht verbreitet, machen sich Fischerboote auf den Weg, um Überlebende zu retten. Wir überlegten gar nicht erst. Wir sprangen mitten in der Nacht ins Boot und fuhren raus. Wir wollten helfen, so gut es ging. Ist doch klar. Nach einer Stunde ist Wayne Manuel am Ziel. Zuerst sah man nichts außer den anderen Booten, die ebenfalls rausgefahren waren. Aber man konnte das Kerosin riechen. Als wir näher kamen, erkannten wir die umhertreibenden Wrackteile. Im 865 Kilometer entfernten Golden's Bridge schaut Lynn Romano die Nachrichten. Der Pilot meldete eine Rauchentwicklung im Cockpit, bevor das Flugzeug in einer Höhe von 1000 Fuß vom Radar verschwand.
Ich sah die Meldung über einen Flugzeugabsturz und das jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich wollte für diese Menschen beten, ob sie nun lebten oder tot waren. Das war noch nicht klar. Es handelt sich um einen Flug von New York nach Genf. Tom, was können Sie uns bislang berichten? Je länger ich die Nachrichten sah, desto sicherer wurde ich, dass es sein Flug gewesen war. Schon den ganzen Abend warten Rettungsfahrzeuge entlang der Küste, um mögliche Überlebende behandeln zu können. Ich rief eine dieser Hotlines an und sagte, es ist der Swissair-Flug 111. Mein Mann sitzt auf 9F. Ich habe alle Informationen hier. Jemand muss mir sagen, ob er in dem Flugzeug saß. War es Swissair 111? Dann war klar, dass es dieser Flug war. Das meiste, was da herumtrieb, waren Kleidung, Kofferstücke und Schuhe. Einmal sind wir an einem Rumpfteil vorbeigefahren, einem Stück mit 6 Fenstern. Das war das größte Teil, das wir gesehen haben. Wayne hofft auf Überlebende. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber als wir da waren und sahen, was da rumtrieb, wussten wir, dass niemand diesen Absturz überlebt haben konnte. Diese traurige Vermutung wird am Morgen zur Gewissheit. Alle 229 Insassen von Swissair Flug 111 sind tot. Man hat mir mitgeteilt, dass es keine Überlebenden gab. Und danach kann ich mich an nicht mehr viel erinnern. Es war, als würde einem die Seele aus dem Körper gesaugt. Die kanadische Transportsicherheitsbehörde beginnt mit den Ermittlungen. Der stellvertretende Leiter ist Larry Vance. Er hat 31 Jahre Berufserfahrung als Pilot und 14 Jahre als Sachverständiger für Flugunfälle. Sein erster Anhaltspunkt sind die Aufzeichnungen des Luftfahrtkontrollzentrums. Wir hatten von Anfang an relativ viele Informationen. Wir wussten zum Beispiel, dass es im Flugzeug brannte und dass die Piloten versuchten, das Feuer zu löschen. Wir wollten aber nun herausfinden, was das Feuer auslöste, wie es sich ausbreitete und das Flugzeug letztlich lahmlegte. Dies waren für uns die drei Hauptfragen. Wir verfolgen die Ermittlungen und erfahren, wie ein modernes Passagierflugzeug in den Atlantik stürzen und alle Insassen mit in den Tod reißen konnte. Bevor die Brandursache gefunden werden kann, müssen zunächst alle Wrackteile geborgen werden. Über 20 Behörden aus Kanada, den USA und Europa helfen dabei. 200 Kilometer an der Küste entlang werden Gepäckstücke und Wrackteile angespült. Sie werden Leichenteile finden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie damit umgehen sollen. Machen Sie einfach Ihren Job. Nur eine einzige Leiche wird in einem Stück gefunden. Taucher und Tauchroboter sammeln in 54 Metern Tiefe die Trümmer vom Meeresboden. Das Entscheidende war, die Flugschreiber zu finden, die uns eine Menge grundlegender Informationen darüber geben konnten, was im Cockpit los war. Das hatte höchste Priorität. Neun Tage nach dem Absturz sind beide Flugschreiber geborgen. Haben wir eine Notfallprozedur für qualmende Klimaanlagen? Es stellt sich heraus, dass die Piloten den Rauch erst rochen und dann sahen. Stefan, der Rauch ist weg. Doch dann ist der Qualm wieder da.
und mit ihm das Feuer. Swissair 111, Sie können nun Treibstoff ablassen. Mehr erfahren die Ermittler nicht. Die Daten der letzten 6 Minuten fehlten bei beiden Flugschreibern. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Wir hatten gehofft, alle Informationen bis zum Moment des Aufschlags zu bekommen. Das war nicht der Fall. Die Flugschreiber liefern keine schnellen Antworten. Doch Vance ist überzeugt, dass das Flugzeugwrack weitere Hinweise liefern kann. Die Bergung der Trümmer und Gepäckteile dauert mehrere Monate. Die Hinterbliebenen holen die Habseligkeiten der Verstorbenen ab. Die Zerstörung war unfassbar. Da waren Koffer dabei, die aussahen, als hätte der Teufel sie zerfetzt. Andere Gegenstände waren vollkommen unbeschädigt aus dem Wasser gezogen worden. Lynn entdeckt das Notizbuch ihres Mannes. Sein Notizbuch war noch da und lesbar. Zeitschriften waren unversehrt. Aber bis auf einen war kein Passagier in einem Stück geblieben. Ich fragte mich, wie sowas passieren kann. Man sagte mir, das hätte mit den G-Kräften zu tun und erklärte mir, was da genau vor sich geht. Ich wünschte, ich hätte nie gefragt. Prozent aller Trümmerteile können geborgen werden. Doch es sind über 2 Millionen. Die Suche nach Hinweisen gestaltet sich dennoch einfach, weil das Flugzeug nicht am Boden zerschellt, sondern ins Meer gestürzt ist. Das war für uns eine einmalige Gelegenheit. Es passiert nicht oft, dass ein verheerender Brand in einem Flugzeug auf einen Schlag gelöscht wird. Durch den Sturz ins Meer blieben alle Brandspuren vom Moment des Aufschlags erhalten. Die Ermittler müssen unbedingt herausfinden, wo und wie das Feuer entstand. Don Enns ist der leitende technische Sachverständige der Transportsicherheitsbehörde und leitet das Brandermittlungsteam. Die ersten Teile mit Brandschäden stammten entweder aus dem Cockpit, der Bordküche der ersten Klasse oder der ersten Klasse selbst. Wir konzentrierten uns also auf diesen Abschnitt. Da nur im vorderen Teil des Flugzeugs Brandspuren gefunden werden, beschließt das Team, ihn zu rekonstruieren, um den Unglückshergang verstehen zu können. Wie ein gigantisches Puzzle werden die Wrackteile auf einem maßstabsgetreuen Gestell zusammengesetzt. Je mehr wir zusammensetzten, desto deutlicher wurde das Bild. Ich sah mir besonders die Deckenverkleidung der vorderen Bordküche an, die Hitzeschäden von außen nach innen aufwies. Der Brandherd musste sich also über der Bordküche entwickelt haben. Der Nachbau zeigt, dass das Feuer nicht in der Bordküche wütete, sondern zunächst unbemerkt im Hohlraum darüber. Dieser erstreckt sich über die ganze Flugzeuglänge. Darin befinden sich die Bordelektronik, Stromkabel, die Klimaanlage und Isoliermaterial. Rauchmelder gibt es in diesem Hohlraum jedoch nicht. Sie sind dort nicht vorgeschrieben. Die Passagiere müssen völlig ahnungslos gewesen sein, bis sich das Feuer durch die Deckenverkleidung gefressen hat. Und selbst das war nur in der vorderen Bordküche oder höchstens in der ersten Klasse der Fall. Im hinteren Flugzeugteil, in der Business- und Economy-Class, hat keiner mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Ein Schott trennt den Hohlraum in 2 Teile. Die Leitungen verlaufen durch eine kleine Öffnung. Durch die Aufzeichnungen der Flugschreiber erfahren die Ermittler, wer den Rauch wann bemerkt hat.
Schmackert ihr etwas in der Kabine? Draußen in der Kabine gar nicht, nein. Die Brandschäden an den Trümmerteilen sind ein weiterer Hinweis darauf, dass das Feuer vor dem Schott ausgebrochen sein muss. Über der Decke des Cockpits, in dem die Piloten den Brandgeruch sofort bemerkten. Wäre das Feuer hinter dem Schott ausgebrochen, hätte es weiter hinten im Rumpf einen viel größeren Schaden anrichten können. Außerdem hätten die Passagiere im Heck den Geruch und den Rauch lange vor den Piloten im Cockpit bemerkt. Die Ermittler wissen nun, wo es zum Brand kam. Sie müssen jedoch herausfinden, wie er entstand. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit eines Anschlags in Betracht gezogen. Die genaue Untersuchung der Trümmerteile scheint dafür zu sprechen. Bereits ganz zu Anfang der Untersuchung fanden wir überall so etwas wie Schrot aus einer Gewehrpatrone, kleine metallene Kügelchen. Sie steckten in den Sitzen, im Polster und so weiter. Da dachten wir natürlich, jemand hätte im Flugzeug mit einer Schrotflinte um sich geschossen. Wurde das Feuer durch einen Terroranschlag ausgelöst? Konnte jemand eine Schrotflinte mit an Bord genommen haben? Doch ein Blick in die Frachtpapiere erklärt alles. Im Frachtraum befanden sich kleine Kugeln für die Spitze von Kugelschreiberminen, die die Tinte aufs Papier bringen, und zwar Zehntausende. Das Flugzeug schlug mit solcher Wucht auf, dass die Kügelchen durch die Frachtraumdecke in die Kabine und das Cockpit schossen. Ein Verbrechen kann ausgeschlossen werden. Doch was war dann die Brandursache an Bord von Swissair Flug 111? Wir wissen, dass das Feuer über der Deckenverkleidung im Cockpit ausbrach. Daher suchten wir dort nach möglichen Auslösern. Als wahrscheinlichste Ursache kamen die elektrischen Leitungen in Frage. In diesem Flugzeug waren 250 Kilometer Kabel verlegt. 3000 Kabelstücke konnten von der Absturzstelle geborgen werden. Der Sachverständige Jim Foot und sein Team wissen, dass ihnen eine Mammutaufgabe bevorsteht. Zunächst müssen sie herausfinden, woher die einzelnen Kabel stammen. Die B-Kabel stammen alle aus dem Bereich zwischen Cockpit und der ersten Tür. Daher waren wir an denen besonders interessiert. Wir brauchten alle Kabel, deren Bezeichnung mit B begann. Wir müssen jeden Zentimeter untersuchen. Jims Team sucht nach beschädigten oder fehlenden Isolierungen, um das Kabel zu finden, das den Brand auslöste. Wenn ein Kabel über eine Metallkante schabt, kann die Isolierung durchscheuern. Wenn Strom fließt, entsteht dann bei Kontakt mit der Metalloberfläche ein Kurzschluss. Ein Kurzschluss ist eine elektrische Entladung, die von einem blanken elektrischen Draht ausgeht. So entsteht für Sekundenbruchteile ein kleiner, heißer Lichtbogen. Dieser Lichtbogen schmilzt die Kupferdrähte zu einer charakteristischen Kupferkugel zusammen. Nach diesen Kupferkugeln sucht das Team. Sie finden 20 Kabelsegmente, von denen ein Lichtbogen ausging. Die meisten davon verliefen über der Cockpitdecke. Jedes könnte den Brand ausgelöst haben. 8 dieser Kabel versorgten das bordeigene Unterhaltungssystem mit Strom, das ein Jahr zuvor in der ersten und der Business-Klasse eingebaut worden war. Doch trotz intensiver Tests finden die Sachverständigen nicht heraus, welcher Kurzschluss zur Katastrophe führte. Wir waren sehr enttäuscht, weil wir so viel Mühe investiert hatten. Bei all dem Material, das wir geborgen hatten, konnten wir den Auslöser für den ersten Kurzschluss nicht finden. Die Untersuchungen der Kabel werden beendet. Jim Foot hat die Ursache nicht entdeckt und wird von seiner Aufgabe entbunden.
Als er zusammenpackt, wirft er noch einen letzten Blick auf eines der geschmolzenen Kabel des Unterhaltungssystems. Er behandelte die Kabel nicht mehr ganz so vorsichtig wie vorher und entwirrte dabei die zusammengedrehten Kabelenden. Ich drehte die Kabel etwas auseinander und siehe da, ich fand noch eine Stelle, an der es zum Kurzschluss gekommen war, direkt neben einer schon untersuchten Stelle. Larry? Schau mal. Ich kannte diese Kabel sehr gut und Jim kannte sie genauso. Als ich unter dem Mikroskop die Stelle sah, wusste ich sofort, das ist es. Jim hat die Stelle gefunden. Um ganz sicher zu gehen, setzen sie das Kabel in einen Nachbau der Deckenverkabelung über dem Cockpit ein. Dort verlaufen eine Menge Kabel, die mit einer Metallschelle gebündelt werden. Wir glauben, dass sich das Kabel an der Schelle aufgerieben hat. Flugzeuge sind bei über 900 Kilometern pro Stunde ständigen Vibrationen ausgesetzt. Die Ermittler vermuten darin die Ursache dafür, dass die Isolierung des Kabels durchscheuerte und so zwischen ihm und der Metallschelle ein Lichtbogen entstehen konnte. Endlich ergab für uns alles einen Sinn. Plötzlich wussten wir, das muss es gewesen sein. Die Stelle, an der Jim den Kurzschluss entdeckt hatte, passte genau zum Ursprungsort des Feuers. Das Team vermutet nun, dass das bordeigene Unterhaltungssystem nicht ordnungsgemäß eingebaut worden war. Zur Sicherheit lässt Swiss Air diese unnötige Sonderausstattung aus allen Flugzeugen der Flotte wieder ausbauen. Die Sachverständigen haben nun die Brandursache von Swiss Air 111 gefunden. Doch einige Fragen bleiben noch offen. Sie wissen, dass die Piloten das Feuer nicht verhindern konnten. Aber hätten sie vielleicht den Absturz verhindern können? Als Sachverständiger muss man herausfinden, in welcher Situation sich die Piloten befanden, weshalb sie so oder so handelten und wieso es zum Verlust des Flugzeugs kam. Vance und sein Team prüfen jede einzelne Entscheidung der Piloten vor dem Absturz auf Herz und Nieren. Anhand der Aufzeichnungen der Flugschreiber erfahren sie, dass kurz nach dem Abschalten des Kabinenstroms das Cockpit plötzlich in Flammen stand. Mit dem Kabinenstrom schalteten sie auch die Klimaanlage im hinteren Teil des Flugzeugs ab. Auf einen Schlag änderte sich der Luftstrom. Das Gebläse hatte die Flammen durch das Schott vom Cockpit weggezogen. Nach dem Abschalten änderte das Feuer seine Richtung. Es schwenkte plötzlich um, einfach so. Nun wüteten die Flammen über dem Cockpit, schlugen durch die Deckenverkleidung und legten wichtige Steuersysteme lahm. So gut wie alle Steuerinstrumente fielen aus. Das Flugzeug war nicht mehr unter Kontrolle zu halten. Die Piloten wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Alles fiel fast zur selben Zeit aus. Das Flugzeug war nicht mehr flugfähig. Den Piloten kann man aber für das Abschalten des Kabinenstroms keinen Vorwurf machen. Sie befolgten Swiss Airs Vorschriften im Falle einer ungeklärten Rauchentwicklung. In den letzten Minuten vor dem Absturz trafen sie jedoch eine wichtige Entscheidung, die von vielen Seiten stark kritisiert wurde. Noch immer steht die Frage im Raum, ob sich die Piloten zu viel Zeit für die Notlandung ließen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Flugzeug nach Halifax flog, dann aber noch eine Schleife über dem Meer drehte, um Treibstoff abzulassen. Das Treibstoffablassen kostete die Piloten mehrere Minuten. Sie hätten auch darauf verzichten können. Die Ermittler wollen nun herausfinden, ob dieser Umweg 229 Menschen das Leben kostete. Was war Ihre Ursprungshöhe? 33.000 Fuß. Die Berechnungen ergeben, dass die Piloten bei einem Direktanflug auf Halifax bereits bei der ersten Pannenmeldung hätten in den Sinkflug gehen müssen.
Doch zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, dass sie in Halifax landen konnten. Außerdem hätte ein funktionstüchtiges Flugzeug für den Landeanflug 13 Minuten gebraucht. Ihres war nur noch 10 Minuten flugfähig. Als sie sich entschieden, Treibstoff abzulassen, hätten sie es sowieso nicht mehr nach Halifax geschafft. Sie wären auf jeden Fall irgendwo abgestürzt. Die Entscheidung für oder gegen das Ablassen hätte nicht den kleinsten Unterschied gemacht. Urs Zimmermann und Stefan Löw werden von jeglicher Verantwortung für den Absturz von Swiss Air Flug 111 freigesprochen. Die Sachverständigen haben den Vorderteil des Flugzeugs erfolgreich zusammengesetzt, den Ursprungsort des Feuers und den dafür verantwortlichen Kurzschluss gefunden. Aber sie wissen auch, dass ein Funke noch lange kein Flugzeug zum Absturz bringen kann. Um solche Brände in Zukunft verhindern zu können, müssen sie herausfinden, was genau da brannte. Die größte Gefahr für das Flugzeug war das Material, das das Feuer nährte. Wenn es so viel brennbares Material in einem Flugzeug gibt, dass es die ganze Maschine entzünden kann, ist das die wahre Gefahr. Alle in Flugzeugen verwendeten Materialien müssen von der zuständigen Behörde auf ihre Entflammbarkeit getestet werden, bevor sie verbaut werden dürfen. Doch irgendetwas in der Decke von Flug 111 war hochentflammbar. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, was in diesem Bereich brennbar wäre. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf das Material, mit dem die Fiberglasisolierung ummantelt war. MPET, aus dem auch Rettungsdecken hergestellt werden. Wir haben etwas von diesem MPET sichergestellt. Es waren zwar nur kleine Fetzen, aber wer hätte es gedacht? Sie wiesen Brandspuren auf. Es hat also gebrannt. MPET wurde in den USA in rund 700 Flugzeugen verbaut. Wenn dies das Hauptbrennmaterial war, dann sind all diese Flugzeuge in großer Gefahr. Wir hatten genug unverbranntes MPET geborgen, um ein Stück davon auf dem Hangarboden anzuzünden. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Es brannte wie Zunder, es war hochbrennbar. Wir dachten, das ganze Flugzeug war voll davon. Vance ist überzeugt, dass das MPET an Bord von Swiss Air 111 brannte. Ja, ich glaube, wir wissen jetzt, was das Problem war. Sofort informiert er die US-Luftfahrtbehörde. Vor mehr als 10 Jahren hatte sie MPET auf seine Entflammbarkeit geprüft und genehmigt. Wir haben uns auch die Geschichte dieses metallisierten Kunststoffs angeschaut, um zu sehen, ob es vielleicht schon einmal Hinweise auf seine Feuergefährlichkeit gab. Und tatsächlich hatte es schon mehrere Vorfälle gegeben, bei denen MPET in Flugzeugen gebrannt hat. Der Flugzeughersteller McDonnell Douglas empfahl aufgrund dieser Vorfälle, das MPET aus all seinen Flugzeugen zu entfernen. 4 Jahre vor dem Swissair-Absturz testete die US-Luftfahrtbehörde das Material erneut und entdeckte ebenfalls, dass es entzündlich ist. Verboten wurde es jedoch nicht. Und das lag daran, dass durch diese Brände niemand ums Leben gekommen war. Wenn bei diesen Vorfällen auch nur ein Mensch gestorben wäre, wenn es Todesopfer gegeben hätte, dann hätten die Behörden gewiss anders reagiert. Nun gibt es 229 Todesopfer. MPET wird erneut getestet, diesmal unter realistischeren Bedingungen. Das Ergebnis ist eindeutig. Die amerikanischen Fluggesellschaften bekommen 4 Jahre Zeit, um das Material auszubauen. 229 Menschen sind umgekommen und dadurch wurden die Leute auf das Problem aufmerksam. Und erst daraufhin konnten wir unsere Forderung nach mehr Sicherheit erfolgreich durchsetzen.
Untersuchung des Absturzes von Flug 111 war die längste, die die kanadische Transportsicherheitsbehörde je durchgeführt hat. Sie dauerte ganze 4,5 Jahre. Anhand der Informationen, die die Sachverständigen zutage förderten, können wir nun genau zeigen, was an Bord von Swissair Flug 111 in den letzten Minuten vor dem Absturz wirklich geschah. Minuten vor dem Unglück. Ein Kabel über der Cockpitdecke entzündet das MPET. Die Piloten bemerken einen seltsamen Geruch, schieben ihn aber auf die Klimaanlage. 18 Minuten vor dem Unglück. Sie bemerken Qualm und ändern den Kurs auf Halifax. 16 Minuten vor dem Unglück. Das Gebläse der Klimaanlage saugt das Feuer in Richtung Flugzeugheck. Der Rauch zieht aus dem Cockpit ab. 11 Minuten vor dem Unglück. Im Sinkflug beschließen die Piloten, einen Umweg über das Meer zu fliegen, um dort Treibstoff abzulassen. Sie ahnen nicht, was sich über ihren Köpfen abspielt. 8 Minuten vor dem Unglück. Der Kapitän schaltet den Kabinenstrom ab. 9 Gebläse der Klimaanlage kann das Feuer nicht mehr von der Cockpitdecke fernhalten. 7 Minuten vor dem Unglück. Die Flammen zerstören den Autopiloten. Die Maschine muss manuell gesteuert werden. Jetzt wird den Piloten das Ausmaß des Problems bewusst. Die Ermittler vermuten, dass Kapitän Zimmermann die Flammen bekämpft und die Steuerung dem ersten Offizier Löw überlässt. 6 Minuten vor dem Unglück. Das Feuer legt die Kontrollanzeigen, die Funkverbindung und die Flugschreiber lahm. In der sengenden Hitze versucht Stefan Löw, die Kontrolle zu behalten. Doch die Maschine ist nicht mehr flugfähig. Alle 229 Passagiere und Crewmitglieder sterben. Um in Zukunft solche Tragödien zu verhindern, gibt die kanadische Transportsicherheitsbehörde Empfehlungen aus, von denen viele auf der ganzen Welt umgesetzt werden. Dazu gehört die grundlegende Überarbeitung der Verhaltensregeln bei ungeklärter Rauchentwicklung. Wir haben empfohlen, dass bei einer ungeklärten Rauch- oder Geruchsentwicklung im Flugzeug immer zunächst von einem Brand ausgegangen werden muss, bis eine andere Ursache gefunden wird. In der Luftfahrt ist das vielen nun sehr viel bewusster als vor dem Absturz von Swissair 111. Die größte Errungenschaft der Sachverständigen ist das Verbot von MPET. Jetzt werden bestimmte Materialien nicht weiter in Flugzeugen verbaut. Wir haben also viel erreicht. Es gab jede Menge Sicherheitsvorkehrungen. Zwar wird MPET in der westlichen Welt nicht mehr verwendet. Einige Fluggesellschaften in den Entwicklungsländern konnten jedoch noch nicht davon überzeugt werden, diese Gefahr zu beseitigen. Noch immer sind Menschenleben in Gefahr. Der nächste Schritt, um Fliegen sicherer zu machen, wird wohl erst nach der nächsten Tragödie unternommen werden. Erst der nächste Vorfall wird die Leute aufwecken. Und dann müssten wir sagen, wir haben euch gewarnt. Jetzt tut was, bevor so etwas noch einmal passiert. Man bringt die Menschen nur zum Umdenken, wenn sie sich verantwortlich fühlen.